Gut, so kommen wir nun zu dem zweiten Teil unseres Nachmittags, zu dem Thema Konfrontation des Westens mit China. Die gegenwärtige militärische Aufrüstung Deutschlands geht einher mit einer Bedrohungsrhetorik. Sowohl die Militarisierung als auch die Rhetorik verschärfen sich zunehmend. Die angebliche Bedrohung kommt aus dem Osten, aus Russland, aber nun auch verstärkt aus China. Okay, kann ich weiter weggehen? Ja. Super. Danke. Du kannst ja nicht gehen, wenn du jetzt. Ja, jetzt habe ich es jetzt wurscht. Genau. Also die Volksrepublik China ist Deutschlands größter Handelspartner, wenn es um die Einfuhren geht. Anders ist es, wenn es um die Ausfuhren geht. Da gibt es ein Defizit. Ende September wurde die China-Strategie der Bundesregierung im Parlament verhandelt. Wie zu erwarten, haben die Parteien verschiedene Positionen, zum Beispiel die CDU sagt, China verfolge unter Präsident Xi das Ziel einer sinozentrischen Weltordnung und stelle sich damit im Gegensatz zu Deutschland. Und werfen auch der Bundesregierung vor, die China-politische Zeitenwende der Bundesregierung stehe noch aus. Hier gehört noch viel mehr gemacht. Die andere Partei ist hier viel moderater in der Ansicht und sagt, es bräuchte Formate, diese Risiken einer Eskalation zu vermindern und im besten Fall sogar zu verhindern. Wieder andere kritisieren China sehr scharf. China würde militärische Drohgebärden im Indopazifik und eine Vormachtstellung beanspruchen. Wieder andere sagen, die Bundesregierung treibe mit China ein Spiel mit dem Feuer. Es sei viel wichtiger, China als Partner zu erhalten. Kooperation schaffe Sicherheit und ein Wirtschaftskrieg schaffe nur Unsicherheit. Also wo sind wir jetzt in diesem Wettbewerb zwischen Freund, Partner und eben Rivale? Was hat es auf sich mit der Erzählung von der Systemkonkurrenz zwischen China und dem Westen? Hierzu wird Dr. Emilia Astuto referieren und ich darf ihn noch kurz vorstellen. Dr. Emilia Astuto ist Anwalt und Dozent für internationale Politik, Völkerrecht und Menschenrechte. Er studierte zunächst in Jura in Sao Paulo, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Er forschte an der Sorbonne in Paris, wie auch an LMU in München und promovierte an der Uni in Köln. An der Harvard School of Government in den USA absolvierte er das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm für politische Führungskräfte, das da heißt Executive Education Program for Public Leaders. Dr. Astuto besuchte nach dem Studium und Promotion Kurse für zur Spezialisierung in China, wie auch in Indien. Dr. Astuto arbeitet so auch aufgrund dieser vielen Vorbildungen, auch speziell im Thema globaler Gerechtigkeit, Verhandlungsführung, Konfliktstrategien in den verschiedenen Teilen der Welt. Er spricht verschiedene Sprachen, unter anderem Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, aber auch Chinesisch und Indisch. Oder vielleicht noch was. Also wie gesagt, er ist sehr international unterwegs und kann, wie gesagt, auch diese ganzen Sachen wahrscheinlich im Original lesen, was sicher sehr interessant, wichtig ist. Ich will nochmal die Themenschwerpunkte vielleicht zusammenfassen und Interessensgebiete, das zum einen die BRICS-Staaten, wie heute früher schon der Herr Rödel angemerkt hat, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und vor allem auch hier die Wirtschaftswelt im Umbruch. Genauso wichtig sind eben die Würde und die Rechte des Menschen. So habe ich gelesen, ist auch Rechtsanwalt für den brasilianischen Gewerkschaftsdachverband. Hier ein kleiner Werbeblock dazwischen von unserer Seite, von der Münchner Friedenskonferenz. Dr. Astuto war auch Referent, ich glaube 2016, auf der Münchner Friedenskonferenz. Und wie gesagt, die nächste Friedenskonferenz findet wieder statt, 16. bis 18. Februar 2024. Aber jetzt schon Schluss damit, zurück. Er ist, wie gesagt, auch ein Spezialist in Wirtschaftsthemen, wirtschaftspolitische Beziehungen zwischen den G2, zwischen China und den USA und die neuen Machtzentren in Asien und im Pazifik. Dr. Astuto, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Also, schönen Tag allerseits. Vielen Dank also für die Beschreibung von meinem Curriculum. Es fehlt nur eine Information, dass ich versuche auch so Fußball zu spielen.
und ich habe so eine Verletzung im Knie gehabt, daher werde ich hier heute referieren stehend, weil also sitzend ist immer noch für mich also ein bisschen schmerzhaft. So gut, im Wesentlichen sprechen wir heute über ein sehr wichtiges Thema, die Konfrontation des Westens mit der Volksrepublik China. Da steht praktisch alles zentral Gegenstand von unserer Analyse. Ich werde gut 30 Minuten sprechen, dann haben wir die Zeit für einige Fragen. Im Wesentlichen praktisch sehen Sie bereits auf der ersten Folie eine bestimmte Präzisierung von dieser Perspektive bezüglich der Konfrontation des Westens mit der Volksrepublik China. In der Tat handelt es sich um viel mehr als die Konfrontation des Westens mit der Volksrepublik China. Es handelt sich um eine Konfrontation von zwei großen Blockbildungen. Einerseits der Westen hier, vertreten durch die G7 und die NATO, wie wir sehen da oben, der bedeutendste Navigationssystem, also die Geographic Positioning System, ist das, was wir alles hier benutzen in unseren Handys, wenn wir Google Maps oder die Navigationssysteme im Autos benutzen, praktisch Datenkontrollen von den großen US-amerikanischen Datenfirmen, was wir bezeichnen als GAFA-Komplex, sozusagen Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Kartell, im Kontrast zu einem immer mehr weltergreifend Blockbildung, die von China als sozusagen Topstar-Land geführt wird. Im Vordergrund steht die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Russland, die seit 1994 im Rahmen von der Shanghai Five gegründet wurde, 2002 das Format von Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, das was wir bezeichnen SOTS oder SOC, Shanghai Organization for Cooperation. Und im Rahmen von dieser Allianz, die praktisch Russland und China plus die Zentralasiatischen Republik, ich spreche hier von Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan und Usbekistan, mit der Mitgliedschaft von Iran seit 2017 und Indien 2018, sehen wir praktisch den Kernbestand von einer neuen Blockbildung, die sich erweitert mit den BRICS-Staaten. So praktisch so ein Begriff, das auch relativ oft in der Presse repräsentiert wird, praktisch ursprünglich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, seit 25. August 2023 auch mit neuen 6 Mitgliedern, das heißt hier Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Emirate und neu dazu Argentinien. Praktisch eine Entscheidung, die extrem komplex war, mit Verhandlungen zwischen den zwei bedeutendsten Blocks innerhalb der BRICS zurzeit, also einerseits Indien und Brasilien, andererseits China, Russland und Südafrika, die eine schnelle Erweiterung verteidigt haben gegen die moderate Position von Brasilien und Indien. Und der sozusagen das Ergebnis war nämlich, dass China wird die Reform des Sicherheitsrats unterstützen mit dem Anschluss von Indien und Brasilien als nächste Mitglieder. Noch dazu eine Vertreter der Afrikanischen Union, sehr wahrscheinlich Nigeria bzw. Ägypten in einem reformierten Sicherheitsrat.
Andererseits, Indien und Brasilien unterstützen den Plan der Erweiterung, wie Sie sehen, praktisch in diesem Format, das sehr günstig für China ist, als Kontinentalmacht, die erstreckt die neue Seidenstraßeninitiative über Südwestasien, Mesopotamien und rein in Afrika, in dieser Korridor, die geht von Ägypten bis über Sudan, Äthiopien, na, Tansania, die praktisch wunderbare Partnerschaft mit China hat, mit dem Ziel, die Demokratische Republik von Kongo zu erreichen, wo die große Reserven von Kobalt ist, und einmal dadurch nach Angola, wo die bedeutendste Erdöl- und Erdgasreserven sich betrifft. Angola befindet sich unter den Top 10 größten Volkswirtschaft von Afrika, zusammen mit Ägypten, Nigeria und Südafrika. Das heißt, wenn wir sprechen hier von einer Konfrontation, sprechen wir vor allem um eine Konfrontation von Blocken, die sich formieren im Lauf dieser Zeit. Das Ziel, das von China praktisch präsentiert wird, ist, dass bis 2040 die De-Dollarisierung der Wirtschaft, der Weltwirtschaft eintritt. Das heißt im Wesentlichen, dass die Landeswährungen der verschiedenen Nationen praktisch der Hauptstützpunkt von einer neuen Wirtschaft im Zentrum der internationalen Politik sein wird, mit neuen Maßstäben von Grundlagen des Werts der Währung. Ne? Zurzeit, wir leben eine Form von Nominalismus, ein Dollar gilt, was der Federal Reserve System sagt, was es ist. Die Inflation ist 8-10%. Also sozusagen gibt es keine Goldstandard. Die Arbeiter, die Menschen verlieren Kaufkraft permanent im Laufe der Jahre und zeigt, dass im Wesentlichen diese große Schuldenkrise von den USA, die zu Shutdowns führt, eine permanente Perspektive zur Erweiterung und Gründung eines neuen Währungssystems für die ganze internationale Beziehungen. Ich würde hier im Vordergrund sogar, interessanterweise, diese Woche wurde veröffentlicht, so wie Sie sehen, der BR24, Nahostkonflikt, hier Israel und Palästina im Vordergrund. Und ein bestimmter Journalist sagt, Ölpreise steigen, droht Szenario wie 1973, die Reaktion steht im Vordergrund. Einerseits praktisch dieser Konflikt der Kommunikation vom Westen aus wird praktisch eine Strategie der Umkehr und der Unschuldsvermutung durchgeführt, sozusagen alle Palästinenser sind Terroristen. Wenn die Hamas auch Palästinenser sind, also sind die Hamas Terroristen. Die Botschaft, dass wir herrschend im Westen hören, kontrastiert paradoxalerweise mit einer anderen Perspektive, die wir in den Zeitungen von Indien, von der Volksrepublik China hören, von Brasilien, von Südafrika, in denen praktisch also die Idee vermittelt wird, dass die Palästinenser versuchen, sich zu verteidigen gegen einen großen Angriffskrieg von Israel, die versucht, praktisch permanent Westjordanland, Golanhöhe, Gaza-Streif, Ost-Jerusalem unter Kontrolle zu haben. Praktisch also zwei Diskurse, zwei Botschaften, die diametral entgegengesetzt sind. Und dort wird also auch gemeint, wachsende Bedeutung der BRICS-Länder auch im Streit ums Erdöl. Alles Abnehmerländer für iranisches Öl kommen nur Länder in Frage, die keine Angst vor US-Sanktionen haben müssen. In erster Linie wäre da China zu nennen, aber auch Indien oder vielleicht auch Brasilien. Sie zählen zu den aufstrebenden Schwellenländern der BRICS-Gruppen, die sich vom Westen und von den USA keine Fortschritte mehr machen lassen. Sozusagen eine Perspektive auch von einer Verselbstständigung
von der leitenden Hegemonialmacht von den USA in der Welt. Zusammenfassend würde ich so sagen, dass unsere Zeitperiode in der Geschichte charakterisiert sich im Jahre 2023 immer mehr von einer Konkurrenz bzw. einer Rivalität um die Erlangung der globalen Führungsmacht in der Welt. Die zwei Topstars hier, ne, die zwei führenden Mächte, USA und China, sie befinden sich in einem Wettkampf um die Weltwirtschaft und die herrschende Ideologie gleichzeitig. Sozusagen, während Rohstoffe, fossile Brennstoffe und Bodenschätze, Umwelt und Natur ihre Bedeutung als politische und militärische Zündstoff immer noch haben, liefern sich gegenwärtig die globale Führungsmächte eine zunehmende hartes technologisches Wettrüsten sowie eine Netz-Cyber-Dispute. Also eine Charakteristik von unserem Jahrhundert. Künftige Konflikte werden immer mehr digital geführt werden. Bei den Auseinandersetzungen wird es um die Formatstellung in den Schlüsseltechnologien gehen, digitale Waffensysteme, Blockchain, Cloud Computing, Cybersicherheit, Gentechnik, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge. Sozusagen auch die sogenannte Modernisierung der Rüstungsindustrie, der Aufbau von modernisierten Armeen, sie haben praktisch als Grundlage dieser Perspektive, dass eine bestimmte Vorherrschaft in diesen zahlreichen Gebieten der neuen Technologien verfügbar sein soll. Einige von denen kennen wir sehr gut in Deutschland, weil Deutschland ist auch auf dem Gebiet ein Spitzenland, also dominiert praktisch alle Formen von diesen Technologien, hat viel dazu beizutragen, sowohl auf dem Gebiet von Robots als auch soziales Internet, autonomes Fahrzeug. Das ist auch in der Europäischen Union ein Hauptanliegen, auch so Grund für die zahlreiche Konfrontation mit der Volksrepublik China im Sinne der Produktion und Kontrolle über die Technologie von Elektroautos. Das ist praktisch jetzt in Gang mit der neuen EU-Untersuchung gegen China, die Strafzölle von großer Bedeutung in Gang setzen. Mit einer extrem großen Debatte unter der Bevölkerung, unter den produktiven Sektoren in Deutschland selbst, die fürchten die Gegensanktionen, die China gegen Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche durchsetzen werden, wegen der großen globalen Abhängigkeit von diesen deutschen großen Konzernen von den Absatzmärkten in China. Wir sprechen gut von 50% der deutschen Automobilherstellung, die befinden sich zurzeit in China. Das heißt, diese Welt bringt diese Konfrontation, praktisch das ist die Struktur von dieser Auflistung von, so wie wir hier sehen, von der Universität von St. Andrews, die beschäftigt sich mit der Tätigkeit zu zeigen, welche sind die effizienteste Armeen der Welt zurzeit, wer mehr investiert auf den Sektor. Platz 1 soll nach verschiedenen Kriterien, sie nehmen also praktisch 40 Elemente von Analyse, sie kommen zur Schlussfolgerung, dass es wäre die US-amerikanische Wirtschaft Platz 1, dann Russland, China Platz 3, Indien, Großbritannien, Frankreich, da auf dem Platz 8 steht Deutschland, also Japan, Türkei, Israel, Indonesien und so weiter und so fort, in einer Auflistung, die wesentlich zeigt, dass in unserer Zeit wurde nie so viel im Militärbudget investiert in den verschiedenen Nationen der Welt, nämlich weil die Perspektive ist, dass bewaffnete Konflikte verbreiten sich weltweit. Eine Angabe, die kommt von der CIPRI selbst,
zeigt, dass in diesem Jahr von 2022 bis Anfang 2023 haben wir 44 unterschiedliche bewaffnete Konflikte, unter denen befinden sich natürlich also der Krieg in der Ukraine, aber auch das Gebiet von Südwestasien, so wie wir sehen, in eine große Konfrontation, Mali, Burkina Faso, Niger, Äquatorialguinea steht hier auch im Wesentlichen im Zentrum. Was wir in Lateinamerika am meisten sehen, sind auch so konfliktreiche Situationen, die haben mit dem Kampf gegen die soziale Lage, Ungerechtigkeit, Ungleichheit der Verteilung von Einkommen und Eigentum, aber auch die sehr starke Verbreitung von Waffen, die werden auch von Drogenkartellen kontrolliert und von Killers, von Großgrundbesitzern, die greifen an die Sozialbewegung, kriminalisieren Landlosen, Obdachlosen und Arbeiter, die in Gewerkschaften organisiert sind. Sozusagen diese Perspektive, dass die Konflikt da ist, wird von den Westen auch sehr stark stimuliert, auch mit der Botschaft, dass der Krieg ist unvermeidbar. Sozusagen, es gibt keinen anderen Weg, wenn eine Nicht-Gewaltanwendung mit kompulsiver Tätigkeit zur Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung da ist. Daher, so wie wir sehen, die Länder, die am meisten profitieren von diesem extrem lukrativen Geschäft, nach dem Wert von Statista, ist USA, Russland, Frankreich, China, Deutschland selbst, Italien, Großbritannien, Südkorea. Interessanterweise auf dem Gebiet von diesem sehr starken Export von Waffen, Rüstung jeder Form, auch so von Panzer, sehen wir, dass die Emissionen von CO2 erreichen die Spitze. Also das ist auch in der Fall von der Leopard 2. Ne? Hier spricht man nicht über erneuerbare Energien, ganz im Gegenteil, das funktioniert mit Dieselmotor. Zurzeit gibt es keine Flugzeugträger, die funktioniert mit Altovoltaik. Na, vielleicht haben Sie das bereits bemerkt. Es ist entweder mit Atomkraft, aber mit Diesel und Öl so praktisch. Sie geben die Struktur und die Notwendigkeit auch von diesem Energiemix der Welt, die im Wesentlichen von fossilen Brennstoffen beherrscht wird. Das ist die Grundlage auch für die Rüstungsindustrie in unserer Zeit. Wenn wir praktisch die letzten 10 Jahre in Betracht ziehen, wir sehen, dass die Tötungsdelikte in der Welt sich verbreitet haben. Auch in der Zeit von der Pandemie, die wir uns vorstellen können, dass die Leute sollten zu Hause bleiben wegen Lockdowns. Aber vielleicht, das ist eine Wahrnehmung von Europa. In Lateinamerika, Afrika, Südostasien haben wir am meisten keine Lockdowns gehabt. Ganz im Gegenteil, in bestimmten Situationen sogar Präsidenten, die gegen die Lockdowns sich positioniert haben. Sie wollten, dass die Arbeiter wieder zurück zur Fabrik gehen sollten, zur Produktion. Bereits um 8 Uhr in der Früh waren die U-Bahnen voll, die Leute ohne Maske, Jugendlichen, die sollten zum Fließband gehen. Und sozusagen dieser neue Waffengesetz, die eine Form von Liberalisierung und Privatisierung des Staatsmonopols des Staates zur Selbstverteidigung der Person mit Waffen, führte zu einer kolossalen Erhöhung von Tötungsdelikten. Wie Sie sehen, die Hauptkonzentration zurzeit ist Zentralamerika, das Gebiet von Guatemala, Honduras. Erst später kommt also das südliche Gebiet von Afrika, also Südafrika, Lesotho, Botswana, Namibia selbst, ne, wo tatsächlich das Leben von einem Mensch kostet extrem wenig. Dieser Zusammenhang bringt uns praktisch zu einer bestimmten neuen Perspektive,
Der Präsident Biden verteidigt seit 2022 im Oktober eine neue Strategiepapier. Das wird bezeichnet als Biden-Harris Administration National Defense Strategy. Sie finden dort Abteilung 3, unsere globale Prioritäten, und Präsident Biden und Vizepräsident Kamala Harris meinen so: Die Volksrepublik China hegt die Absicht, zunehmend die Fähigkeit, die internationale Ordnung zugunsten einer Ordnung umzugestalten, die das globale Spielfeld zu ihrem Vorteil kippt. Auch wenn die USA sich weiterhin dafür einsetzen, den Wettbewerb zwischen den Ländern verantwortungsvoll zu verwalten, Autokraten arbeiten Überstunden, um die Demokratie zu untergraben, ein Governance-Modell im eigenen Land von Repression und von Zwang im Ausland zu exportieren. Obwohl das internationale Umfeld unkämpfer geworden ist, bleiben die USA die führende Macht der Welt. Im Wettbewerb mit der Volksrepublik China ist, wie auch in anderen Arenen, klar, dass die nächsten 10 Jahre das entscheidende Jahrzehnt sein werden. Also ein Jahr, wo im Wesentlichen die Strategie der kompulsiven Gewaltanwendung im Vordergrund stehen wird. Das hat hier... Eindämmen. Hier im Rahmen von diesem Strategiepapier steht klar und deutlich auch die Behauptung von dem Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, der war der General von CENTCOM, in dem bezeichnet wird, ganz zusammenfassend, China ist im Wesentlichen die einzige Nation, die zurzeit die Voraussetzungen hat, materielle Basis, und nämlich die USA zu herausfordern, während Russland ist eine akute Bedrohung, aber auf jeden Fall keine große Gefahr langfristig. Wie Sie sehen, sind bestimmte Statements, die selbst behauptend sind. Ne? Im Grunde genommen, natürlich diese Rhetorik, diese Form des öffentlichen Diskurs versucht auch, die Erweiterung des Militärbudgets von den USA zu legitimieren, so wie wir sehen, alles Informationen von Peter Patterson Foundation, es erreicht in dem Gebiet von Mai 2022 801 Milliarden Dollar, da steht Billions, ne? Wir übersetzen auf dem Festland Milliarden. Und hier folgen praktisch die Militärbudgets von den nächsten 10 Nationen und wird gezeigt, dass die alle zusammen erreichen immer noch nicht den Wert der Investitionen von den USA. Und im Grunde genommen, was wir sehen, ist, dass mit dem Wert sind überhaupt nicht zufrieden die bedeutenden Vertreter von dem Pentagon. So hier der General Mark Milley, der ist der Chef des Generalstabs zurzeit in den USA. Sie verteidigen eine Erweiterung des Militärbudgets. In seiner Erklärung vom März 2023 verteidigt er zusammen mit dem Verteidigungsminister Lloyd Austin. Und im Wesentlichen wird zitiert, dass langfristig geostrategisch betrachtet ist China sozusagen Hauptherausforderung für die USA, nämlich weil es ist ein Kandidat zur Übernahme der Hegemonie in Asien, in der Tat im Lauf der nächsten 10 Jahre. Sozusagen auch hier der General Milley, in dem die Behauptung präsentiert wird, dass in den letzten 10 Monaten haben sie kein Treffen mit dem Führer der Generalstab und der Verteidigungsminister von der Volksrepublik China gehabt. Das war bis Juni 2023. Das hat sich im Wesentlichen leicht verändert, als die Positionierung des Außenministers von den USA, Herr Antony Blinken,
als er vor Ort sich befand, ich meine hier in China, und deklariert zu der Öffentlichkeit, dass die USA nicht unterstützen die Unabhängigkeit von Taiwan, behauptete er, als er China besucht hat, nämlich im Juni 2023. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass er zum ersten Mal nach gut 10 Monaten von Kaltbeziehungen von Präsident Xi Jinping selbst empfangen wurde und zahlreichen Aspekt diskutiert hat, im Vordergrund die Problematik von TSMC. Wie Sie wissen, TSMC zurzeit ist der große Produzent von Halbleiterchips in der Welt, so erreicht praktisch 48% von dem Markt, ist der Hauptgrund der Verteidigung seitens der USA von Taiwan, nämlich die großen Investoren von TSMC sind Senatoren und Abgeordneten von den USA. Erster Platz Nancy Pelosi. Das ist auch ein Grund für den Besuch, den sie im Laufe dieses Jahres in Taiwan gehabt hat. Und eine Initiative von den USA sozusagen, aufgrund der Bedrohung, die so hier geschildert wird, die Produktion von den Halbleitern von Taiwan nach Arizona im Sinne von dem neuen Gesetz, der Chips and Science Act, der veröffentlicht wurde im 9. August 2022, nämlich weil die Behauptung der US-amerikanischen Beamten ist, dass falls China Taiwan angreift, würden sie die TSMC in die Luft sprengen, um zu verhindern, dass die Chinesen Zugang zu den neuen Technologien, Halbleiter und Chips von diesen Großkonzernen. Die Taiwan-Beamten selbst alarmiert meinten, es gibt andere Methoden, um die Fabrik zu stoppen und zu verhindern, dass die Chinesen im Fall von einer Übernahme eine totale Kontrolle über die neue Technologie haben würden. Aber im Wesentlichen steht hier praktisch der Diskurs, dass China ist die große Gefahr für diese Perspektive, für die neue Konfrontation. Und daher, auch im Sinne dieser Konfrontation, würde ich vielleicht hier so vielleicht einige Kategorien präsentieren. Die Nummer 1 ist die sogenannte Theorie der Gelbgefahr. Sie verbreitet sich viel mehr. Man liest in der Presse, dass die Gelbgefahr, also aus Asien, ne, im Vordergrund steht. Es ist interessant, wie das im Wesentlichen steht, alles Umkehrung der Unschuldvermutung. Im Wesentlichen, Sie erinnern sich, dass im 19. Jahrhundert unter der Dynastie Qing waren bereits die Russen, die Japaner, die Deutschen, die Briten, Frankreich vor Ort, und sie haben China aufgeteilt. 1842 führt Großbritannien das den Opiumkrieg gegen China, um zu zwingen, China die Häfen zu öffnen, dass die Menschen Hauschgift konsumieren, alles eine Produkte, die extrem lukrativ und durch die Briten kontrolliert wurde. Im Rahmen von dieser großen Offensive entsteht hier praktisch die Theorie der Gelbgefahr, sozusagen. Vielleicht also konzeptionell müssen wir sagen, dass die Theorie ursprünglich ist in Deutschland, im Deutschen Reich, ne, unter der Führung des Kaisers Wilhelms II. Praktisch alles solche verteidigt. Und hier wird gemeint, dass die europäischen Völker, da sehen Sie Germania, Gallia, Austria, nicht wahr, sind bedroht von Buddha, der in Asien sich befindet. Sehen Sie da? Und im Grunde genommen steht also die Tatsache, bereits 1900, das ist die chinesische Pizza, ne, die europäische Kolonialmächte teilen das Ganze, und mehr als das zeigen, dass China ist schuldig,
dass sie sind die potenzielle Gefahr, so wie hier in der Rede von Wilhelm II., die Hunnenrede von 900, in der also ist die Vorbereitung zur Niederschlagung des Boxersaufstandes, kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht, wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen, wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihren König Etzelder ihren einen Namen gemacht hat, der sie noch jetzt Überlieferung und Märchengewälzt erscheint, so möge der Name Deutscher in China in 1000 Jahren durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder eine Chinese wagt, einen deutschen Schäl anzusehen. Das steht in der Literatur. Im Wesentlichen sozusagen ist die Grundlage von dieser Vision, dass China ist die große Gefahr von unserer Zeit. Ich werde abschließen so hier meine Präsentation, in der ich sage, diese Vision, die sich weiter entwickelt, wird praktisch gekoppelt mit der Vision zur Zeit, das in den USA sehr stark verbreitet wird, aber sehr stark assoziiert mit der Volksrepublik China, ist, dass China ist bedeutendste Drogenproduzent der Welt. Vielleicht begleiten Sie das in der Presse. Fentanyl kommt in den USA, sind praktisch nach der Vision von Präsident Biden, Präsident Trump, die meisten Kandidaten von den USA verteidigen auch die Meinung, dass Fentanyl wird geliefert an die Drogenkartellen von Mexiko, die praktisch die Zombie-Drogen in den Straßen von New York, von Chicago also stark verbreiten. Noch ein Grund, eine Konfrontation mit der Volksrepublik China zu verteidigen. Und vielleicht hier als Abschluss, China als der große Markt, sozusagen Verzehrer der Welt. Ne? Das ist praktisch sehr aktuell in unserer Zeit. China bringt hier die Elektroautos, die werden durch staatliche Finanzierungen praktisch unterstützt, mit Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen zu preisgünstigen Wert. Und das ist eine äußerste, das ist eine große, eine bedeutende Grund. Und so wie Sie sehen, am 20. September und dann 4. Oktober, dieser neue Start von einem Angriff im Sinne von Strafzöllen gegen die Produktion von Elektroautos, chinesischen Autos, soll im Prinzip in Europa nicht kommen. Die Märkte sollen geschützt werden. Praktisch hier die Umkehrung dieser Visionen, dass der Liberalismus gehört zu den Westen und der Protektionismus den globalen Süden. Im Wesentlichen, was wir feststellen, ist, dass diese Beziehung im Laufe der Zeit sich im Großen und Ganzen verändert hat, dass der Protektionist kommt im Großen und Ganzen vor allem als eine Form von Ideologie, ne? Im Sinne vom Ökoprotektionismus, ne? Beziehungsweise von Technologieprotektionismus gegen andere Nationen, die bessere Wirtschafts- und konkurrenzielle Bedingungen für den Weltmarkt zeigen.